So, da sind wir auch schon wieder bei Borderlands. Ja, mit dem Morgen in Anführungszeichen aus dem letzten Teil, was ich da sagte, wir sehen uns morgen wieder, hat es leider nicht ganz geklappt. Dafür geht's dann jetzt heute weiter. Ja, ich habe noch einen Tipp gekriegt wegen den schwarzen Rändern links und rechts in meinen Videos, wie ich die entfernen kann. Ja, danke dafür. Ich muss jetzt zwar mit einer etwas geringeren Auflösung spielen und es gibt auch keinen in Anführungszeichen Full HD mehr, was ja vorher auch sowieso scheinbar nur hochskaliert war, sondern halt nur, in Anführungszeichen, nur 720p, kein Dieser Mann 1080. Sledge hat etwas, das wir brauchen. Du musst es dir holen. Sledge ist ein übler Typ. Er hat die Bewohner von Firestone schrecklich misshandelt. Tu, was du tun musst. Okay, ich tue, was ich tun muss. Zuerst mal muss ich gucken, was ich noch gleich machen muss. Ich habe noch nicht alle Straßenkills, aber das mache ich ja sowieso automatisch quasi. Die Tagebücher, die schnappe ich mir noch. Die schnappe ich mir noch. Ja, wie gesagt, gibt dann echte 720p. Ich habe die Auflösung genauso jetzt eingestellt bei mir. Normal hatte ich immer mit, weiß ich jetzt gar nicht genau, 1650, 10, 60 gespielt. Keine Ahnung, weiß gar nicht genau, wie die Auflösung jetzt genau ist. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Denn es zählt ja letztendlich nur, was jetzt ist. Die Auflösung vorher war es ja egal. So. Ja, wir schnappen uns einen heißen Ofen und überfahren die Knechtchen da. Tot. Tot bist du. Okay. Ein Straßenkill fehlt noch. Oh nein, ein kleiner Mini-Psychopath. Yeah. Okay. So. Die Tagebuchteile. Hinten bei dem alten Bonehead vorbei. Oh mein Gott. Ich bin so mies, ein so mieser Fahrer. Oh, wie kann man nur so schlecht fahren? Der einzige Nachteil an den Kills im Fahrzeug ist, es gibt zwar Erfahrungspunkte, aber mein Schusswaffenskill wird dadurch nicht besser. Ich bin Patricia Tennis, wissenschaftliche Beraterin bei Dahl. Tag 1 auf Pandora. Meine Vorgesetzten haben mich hierher versetzt, um nach zurückgelassener Alien-Technologie zu suchen. Ähnlich der, die unser Konkurrent, die Atlas-Firmengruppe, in den Ruinen von Prometheus entdeckte. Und die sie zu der Supermacht werden ließ, die sie heute ist. Es ist äußerst unwahrscheinlich, hier auf etwas derartiges zu stoßen. Aber meine Wohltäter glauben so fest daran, dass sie mich hier verheizen. Ich bin erst 3 Stunden hier und schon habe ich das Gefühl, dieser Planet wird mein Tod sein. Wissenschaftler jagen keinen Mythen und Legenden hinterher. Das war der erste Tagebucheintrag von der Patricia Tennis. Warum geht das Ding nicht auf? Hey, öffne dich! Hallo? Sesam, öffne dich. Es geht nicht auf. Was soll denn das? Ich drück E hier, hört es? Aber es geht nicht auf. Verdammt. Ich hab die anderen Dinger doch auch so geöffnet. Ja, und aufheben. Theoretisch geht auch. Naja. Konnte man wohl nur einmal öffnen in der Quest.
So, nächstes Tagebuch. Ja, natürlich, ganz weit weg. Wie könnte es auch anders sein? Merkt man, dass ich noch keinen Führerschein habe? Naja, ich bin ja dabei. Ihn zu machen. What's up? So. Da vorne ist er. Und noch eine Waffenkiste. Sehr schön. Was gibt's denn hier Schönes? Tag 43 auf Pandora. Jedenfalls glaube ich, es ist mein 43. Tag hier. Es fällt schwer, sich an die Mondzyklen hier zu gewöhnen. Eine Planetenrotation, also ein... Huch, da hört die auf zu reden. Über 90 Stunden. Die Leiter auf diesem Staubklumpen hier sind wohl das monierteste, was ich in der ganzen Galaxie gesehen habe. Wenn ich Ihnen Fragen über die Kammer stelle, ernte ich alberne Kinderreime und wirres Gerede über einen, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte. Sie plappern wie Betrunkene oder geistig Behinderte und sie nehmen mich gar nicht richtig wahr. Würde ich an die Hölle glauben? Ich würde sie mir vorstellen wie Pandora. Andererseits, würde ich an so etwas glauben, wäre ich auch nicht besser als diese Neandertaler hier. Okay, es fehlen noch 2 Tagebucheinträge. Beziehungsweise Tagebücher. Einer ist, ja, natürlich, noch weiter weg. Geht's auch nicht mehr. So, wie war das noch mit dem Boost auf F oder so, ne? Ja. Oh, oh mein Gott, ich bin daneben gehüpft. Nein. Wie komme ich jetzt wieder raus? Leute? Ah, hier. Wow. Abgeschlossene Herausforderung, Flugzeit. Ich bin nicht geflogen, ich habe mich überschlagen, aber naja, okay. Von mir raus. Okay, machen wir noch ein bisschen Waffenskills. Erhöhen. 3, 2, 1. Hältst dich wohl für cool, was? Flammende Leidenschaft. So. 2. Versuch. Ja. Oh, stopp. So. Okay, wohin jetzt? Irgendwo dahin. Ein Windkraftpark oder sowas hier. Schön gemacht, schön gemacht. Oh. Alles voller Banditen. Come on, baby. Ich schieß einfach mal wild drauf los. Schläger mag ich gar nicht. Die sind viel zu... Oh verdammt, ich habe mich hier verkeilt mit der Karre. Nein! Verdammt, wie konnte das passieren? Ich habe mich hier voll verkeilt. Ah, ich muss hier weg. Nein! Verdammt! Ja, geschafft. Yeah! Noch ein. Ah, oben. Und da auch noch einer. Da oben, die schnappe ich mir mit der Sniper. Die Karre ist mich auch schon. Boah. Knallharter Säures-Gag. Das finde ich jetzt nicht so cool. Oh mein Gott. Boah. Holy crap. Stirb doch endlich. Yeah.
über 1000 Erfahrungspunkte. So kann man leben. Da oben. Ah, nicht getroffen. Ich sehe wegen dem Feuer nichts mehr. Oh, hat das eine Granate? Ja. Boah, was ein Treffer. Komm. Ah, daneben. Ich will den im Sprung erledigen. Vielleicht gibt es auch noch eine Achievement-Granate. Okay, gab keine Achievement. Hätte ich das auch sein lassen können. Eine andere Frage. Steht mein Auto noch da? Karre? Verdammt, wo ist meine Karre? Nein. Sie ist weg. Ich vermute mal, sie ist kaputt. Ich habe es jetzt nicht so ganz mitgekriegt, wie das Ding kaputt gegangen ist. Nein! Oh, was ist das? Knallharter Psychopath. Wow. Wenn ich nur einen Arm hätte, wäre ich auch psychopathisch. Und brennender Psychopath. Im wahrsten Sinn des Wortes. Lass mich in Ruhe. Verdammt. Nein! Gefällt mir nicht. Hey. Bam. Guckt euch den mal an. Hier voll muskulös, dicker Arm und so. Und dann hier so ein kleiner Krüppelarm. Ich dachte die ganze Zeit, wow, der hat nur einen Arm. Aber der hat ja nur einen schwachen Arm. Wo ist der? Da hinten irgendwo. Hallo? Der war doch da. Da. Ah. Natürlich wechselt er jetzt die Richtung, wenn ich abdrücke. Hier ist noch einer. Ah, verdammt. Nein. Ja, brenn. Brenn. Burn, baby, burn. Was ist mit dir? Komm, mein Kleiner. Komm, mein Kleiner. Ja. Komm, aber komm mir nicht zu nah. Oh. Verdammt. Merkt man, dass ich leicht in Panik bin? Die Geräusche, die dieser Mini-Psychopath von sich gibt, sind auf so viele Arten verstörend. Das hört sich an wie ein kleines Baby. Ich kann doch nicht auf Babys schießen. Ich kann vielleicht mit Babys schießen. Oder mit Katzen. Über Poster, aber nicht mit. Nicht mit. Nicht Babys, nein. Ah, warum geht ihr immer einen Schritt zur Seite, wenn ich. Wackelt doch noch mehr darum. So. War's das jetzt? Yeah! Okay, das war's. So. Warum bin ich eigentlich hier? Wegen den Datenschreibern. Schauen wir mal. Erstmal noch da oben gucken. Wow. Ja, klasse. Yeah. So. Yeah. Oh yeah. Eine Waffenkiste. Waffenkiste. Hoffentlich ist auch was Gutes drin. Sniper. Punis. Puni Sniper. Kein Elementareffekt. Aber dafür 26 Schadenspunkte mehr. Ansonsten alles gleich. Bis auf Munition ist auch mehr. Man trotzdem minus 12% Schaden? Check ich nicht, aber ich will die haben. Die rüste ich mir auch gleich mal aus. Denn die ist wirklich um einiges besser. Wobei ich ja den Elementarschaden sehr mag, aber ich meine, wenn ich eine Waffe habe, die von sich aus schon besser ist,
und mehr Schaden macht als die andere, dann muss ich auch mal abwägen, die Waffe zu wechseln und kann nicht immer nur bei der einen bleiben. Now you cannot get in the mine because Sledge as I have the keys. Herzchen Sledge. Okay. Oh, ich verliere schon wieder meine Aufgabe hier aus den Augen. Datenschreiber. Okay, der ist scheinbar draußen, nicht hier drin. Kann ich da raus? Ja, sehr schön. So, Datenschreiber? Oder bin ich nur blind? Ist der da oben? Der muss doch irgendwo da sein. Okay, dann liegt er vielleicht oben auf dem Dach. Ich da noch mal hingucken. Hide and Seek. Mit einem Datenschreiber. Ah, verdammte Axt. So. Sind die Dinger nicht normal offen? Auf der anderen Seite vielleicht? Ah. Verstecktes Tagebuch. Komischerweise ist es mit Mixtape beschriftet. Heute ist der 76. Tag. Als ich vorhin aufwachte, hoffte ich zunächst, alles wäre nur ein Albtraum gewesen. Wir hatten 36 Stunden damit verbracht, unser Camp näher an die Ausgrabungsstätte zu verlegen, als wir plötzlich von Skeks angegriffen wurden. Wilde Kreaturen und hungrig nach ihrem Winterschlaf. Die Hälfte meiner Leute wurde gefressen. Ich überlebte, weil ich mich unter einem Kollegen versteckte, der über mir zerfetzt wurde. Sein Name war Karl. Aber ich empfand keine Trauer. Nein, ich habe mich sogar gefreut. Karls Hocker war nämlich bequemer als meiner. Ich schnappte mir den Hocker. Und dann bemerkte ich das Leuchten der Steine an der Grabungsstätte. Ja, die alte Patricia Tennis. Geil auf den Hocker des Kollegen. Ja, okay. Ein Datenschreiber noch. Da laufe ich jetzt aber nicht hin. Verdammt, ich bin einfach so mitten in der Wildnis gestrandet, ohne Karre. Das ist so scheiße. Das ist nicht so, nicht schön. Stirb. Ist bitter. Boah, ein ausgewachsenes Gag. Der geht ja ab wie... Geht dir ab wie Schnitzel. Stirb. So. Was ist mit dir? Hey, warum greifst du mich an? Du bist ein Spucker-Skag. Genau. So. Immer schön den Moment aufmachen. Aufmachen, ja. Abwarten. Bis sie den Mund öffnen und dann gemütlich reinballern. Wobei die beim Spucken den Mund nicht sehr lange aufhalten. Was machen die da? Knutschen. Naja, interessant. Das Liebesspiel zweier Spuckerskeks. Okay. Bam. So. Okay, das war der eine. Der andere. Komm, mein Freund. Ja. Jawohl. Schöner Schuss. Schöner Schuss. Wenn ich mich selbst loben darf. So. Oh, da ist noch einer. Wow. Bisschen zerplatzt. Wie ging das noch? Keine Ahnung. Wie das Tastenkürzel dafür war. Auf
auf Level 4 ist mein Sniper-Skill bereits. Plus 3% Schaden, plus 12% Feuerrate und plus 12% Stabilität. Ansonsten habe ich gar keine Waffenskills. Also gar nichts aufgelevelt. Na gut. Wie hat mein alter Chef, also der vorletzte Chef, quasi mein zweiter Chef in meinem Leben, immer gesagt, ein Spezialist ist jemand, der von immer weniger immer mehr weiß, bis er am Schluss alles von nix weiß. Ja, ist irgendwas dran. Ich will hier weg, aber ich will nicht laufen. Nein, ich bin doch fußfaul. Nein. Auch das noch. Ein hyperaktiver, ausgewachsener Skag. Toll. Komm, greif mich an. Yeah, nächstes Level. Level up. Yeah, so, schauen wir mal. Was kann man denn hier machen? Das wollten wir machen, ne? Kritischer Trefferschaden. Ja. Das war ja das Versehen. Der versehentliche Klick. Aber wäre sowieso wahrscheinlich das gewesen. Was ich gelevelt hätte. Wow. What the? So, geht doch. Auf mich anzuspucken. Etwas Blei im Hinterteil. Yeah. Ibiayay. Sieht so geil aus da hinten. Erinnert mich an die eine Hyäne von, vom König der Löwen. Da, wie heißt der? Ed. Die verrückte Hyäne. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie sieht's so ein bisschen aus. Komm. So, ich habe auch noch eine kleine Ankündigung zu machen, beziehungsweise eine kleine, ja, ich nenn's mal Umfrage. Und zwar ganz exklusiv in diesem Teil, Let's Play Borderlands. Und zwar, ich habe an diesem Samstag, am kommenden Samstag, am 10. November, habe ich Geburtstag. So, aber da ich ja so ein netter Kerl bin, solltet ihr, beziehungsweise braucht ihr mir nichts zu schenken, wenn ihr nicht möchtet. Wenn ihr möchtet, natürlich gerne, nehme ich gerne an. Aber ansonsten würde ich euch gerne beschenken. Und zwar mit einer extra langen Folge Let's Play. Ihr könnt entscheiden. Möchtet ihr lieber eine extra lange Folge Let's Play Borderlands? Oder möchtet ihr lieber eine extra lange Folge Let's Play The War Z? Schreibt's mir einfach in die Kommentare. Ich werde mich dann nach euren Wünschen richten. Der Umfrageschluss. Ich hoffe, dass bis dorthin überhaupt irgendjemand einen Kommentar abgegeben hat. Der Umfrageschluss wird sein der... Ja, Freitag haut noch hin. Ich sag mal, Freitagmittag um 3. Freitag, der 9.11. um 15 Uhr ist der Umfrageschluss. Joa. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, was ihr gerne hättet, Borderlands oder The War Z. Und ich werde euch diesen Wunsch erfüllen. Und mit extra lange Folge meine ich eine halbe bis eine ganze Stunde. Wahrscheinlich eher eine ganze Stunde. Ich muss es nur halt frühzeitig wissen, weil der Upload von so einer langen Folge entsprechend lange dauert. So, ja.
Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Ich bin gespannt.